Das Wichtigste auf einer Tour im Winter ist nicht die Rettung aus einer Lawine, nein, es ist die Vermeidung einer Lawine. Die Chancen einer Totalverschüttung sind nämlich tatsächlich sehr gering, wenn es keine Lawine gibt. Und wie man Lawinen grundsätzlich vermeidet, dazu heute mehr bei Lawinen Teil 1. Heute beschäftigen wir uns vor allem mit der Beurteilung der Situation mittels externer Hilfe. Also beschäftigen wir uns heute mit dem Lawinenlagebericht, den Symbolen, der Interpretation und all dem Zeug, das uns noch zu Hause entscheiden lässt, ob eine Tour an Tag X eine gute oder schlechte Idee ist. Fangen wir mit dem Lawinenlagebericht an. Viele Services stellen mittlerweile einen tagesaktuellen Lawinenlagebericht zur Verfügung, vor allem kostenlos. Deshalb schadet es nie, wenn man sich vor einer Tour immer genau mit diesem auseinandersetzt. Jedoch sollte man beachten, dass man nicht alles verstehen wird, wenn man keine Erläuterungen zu den einzelnen Begriffen liest. Wie es zu einzelnen Arten von Lawinen kommt, damit können wir uns später mal beschäftigen, denn darüber kann man wirklich, naja, ganze Bücher schreiben und das passiert auch. Aber was ist denn mit dem LLB, dem Lawinenlagebericht? Schauen wir uns hier erstmal den tagesaktuellen Bericht an. Unter lawinen.report beispielsweise sehen wir gleich, okay, es geht um den heutigen Tag. Sehr gut, da sind wir schon mal richtig. Nun müssen wir uns unser Zielgebiet erstmal raussuchen. Das wäre dann zum Beispiel das Stubaital. Im Stubaital sehen wir jetzt zwei verschiedene Farben. Diese Farben lassen sich anhand einer Legende hier unten sehr gut interpretieren. Gelb steht einmal für mäßig und Orange steht für erheblich. Okay, aber was heißt das jetzt eigentlich genau? 5 Lawinenwarnstufen gibt es im Winter, um die Situationen einzuordnen. 1, also gering, bedeutet, dass es keine Alarmzeichen gibt. Lawinen kann es natürlich trotzdem geben, aber am ehesten noch in extrem steilen Passagen, Hängen, Rinnen, die extrem selten befahren werden oder sogar nur befahren werden können. Nur sehr wenige Menschen sterben an Lawinen während der Warnstufe 1, da sie einfach enorm selten abgehen und besondere Umstände erfordern. Doch dann gibt es noch Lawinenwarnstufe 2. Hier sind die meisten Menschen unterwegs, da sie häufig prognostiziert wird und vor allen Dingen als sicher gilt. Vermeintlich sicher. Denn nicht immer bedeutet LWS 2, dass man einfach gemütlich überall hingehen kann. Gerade da ist es denn wichtig, die Zusatzinformationen nochmal zu studieren, um sich nicht unnötig in Gefahr zu begeben. Konkret heißt es, dass Alarmzeichen auftreten können, jedoch nur sehr vereinzelt. Auch hier sagt man wieder, dass es sich eher um ein Problem in Steilhängen handelt. Trotzdem darf man diese Warnstufe nicht einfach dafür missbrauchen, wirklich alles immer zu tun. Denn LWS 2 heißt auch, dass es zu Lawinen kommt, die auch für ganze 30% der Lawinentoten letztlich verantwortlich sind. Am spannendsten, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die Lawinenwarnstufe 3, erheblich. Denn hier beginnt die angespannte Situation der Schneedecke, die Routenwahl auch maßgeblich zu beeinflussen. Sowohl in der Abfahrt als auch im Aufstieg. Die Ursache dafür sind definitiv sehr unterschiedlich. Meistens ist es Altschnee oder Triebschnee, manchmal hat es aber auch andere Ursachen. Aber grundsätzlich sicher ist, in Steilhängen ist das Lawinenrisiko schon sehr hoch. Außerdem merkt man im Aufstieg, dass die Schneedecke instabil ist, weil sie Risse bekommt oder Geräusche macht. Jeder, der hier jetzt noch unbedacht weitergeht, begibt sich definitiv tatsächlich in Gefahr. Aber selbst die so sicheren Touren bekommen jetzt einen ganz neuen Touch, denn spontane Lawinenabgänge auch von seitlichen Steilhängen brauchen oftmals gar keine Zusatzbelastung durch den Aufstieg oder die Abfahrt. Sie sind also spontan. Das allergrößte Problem der Lawinenwarnstufe 3 ist eigentlich der Mensch und nicht die Lawinen. Denn wir Wintersportler tendieren dazu, bei Lawinenwarnstufe 3 ins Gelände zu ziehen und haben oftmals nicht genug Blick für den Risikofaktor, gerade bei der rasanten Abfahrt. Deshalb kommt es bei LWS 3 auch zu den meisten Unfällen mit Todesfolge. Lawinenwarnstufe 3 bedeutet nicht, dass man immer überall eine Lawine abgehen sehen wird, wo sie abgehen könnte, was diese Situation aber auch schwierig macht. Auf der einen Seite ist vielleicht das Wetter schön, aber auf der anderen Seite ist die Gefahr eigentlich schon relativ hoch und es gibt auch schon kritische Schneedecken und wiederum denkt man sich aber eigentlich, dass es noch gar nicht so hoch ist und so weiter. Und dann spielt eben leider auch noch der Leichtsinn eine kleine Rolle, was das Lawinenrisiko letztlich auch betrifft. Aber schauen wir uns noch die anderen beiden Lawinenwarnstufen an, bevor wir hier jetzt abdriften. Stufe 4 steht für groß und hier muss man bereits wirklich sehr gezielt nach machbaren Touren suchen, denn die Hänge müssen nicht mehr steil sein, um Lawinen möglich zu machen. Und die Lawinen können auch richtig, richtig groß werden. Das bedeutet, dass die Auslaufzonen von Lawinen ebenfalls nochmal beachtet werden müssen und weiters auch Fernauslösungen eine Möglichkeit sind, über die man sich unbedingt Gedanken machen muss.
Fernauslösung bedeutet, dass man eine Lawine an einer Stelle auslöst, an der man selbst eigentlich gar nicht steht. Beispielsweise deutlich weiter über einem in einem Steilhang. Das kommt dadurch zustande, dass Schneekristalle wie Ketten miteinander verbunden sein können und dadurch zum Beispiel der Druck eines Menschen reicht, um Hohlräume zu zerquetschen, wodurch eine Schicht nachrutschen kann. Aber Details dazu gehen auch an dieser Stelle wieder etwas zu weit. Schauen wir uns noch Stufe 5 an. Sehr groß. Diese Lawinenwarnstufe steht für das höchste Maß an Gefahr. Lawinen, teilweise auch sehr große, gehen völlig spontan ab. Sie sind selten absehbar. Lawinen gehen auch in lichteren Wäldern und ähnlichen Räumen ab. Es gibt kaum noch sicheres Gelände abseits von Pisten und freigegebenen und kontrollierten Abfahrten. Es gibt auch keinerlei Empfehlung mehr für Maßnahmen, um Touren irgendwie sicherer zu gestalten. Gott sei Dank ist diese Lawinenwarnstufe in unseren Breiten aber auch nur wirklich sehr selten zu finden. Jetzt müssen wir uns aber noch mit dem Thema der Steigerung von Gefahren kurz beschäftigen. Warum ist Stufe 2 mäßig und Stufe 4 groß? Das wirkt irgendwie nicht verhältnismäßig, oder? Naja, auf den ersten Blick erstmal nicht. Aber wichtig ist zu wissen, dass die Lawinenwarnstufe und vor allen Dingen die Gefahr damit exponentiell steigt. Und damit eben nicht linear. Im Prinzip kann man sich das also ungefähr so vorstellen. Die Obergrenze der Stufe 3 liegt also doppelt so hoch wie der gesamte Bereich der Stufe 2. Das ist sehr wichtig, dass man es berücksichtigt. Nur weil statt einem Zweier ein Dreier steht, ist das nicht wenig. Oftmals wird das aber in der Einschätzung zwar vielleicht nicht ignoriert, aber falsch aufgenommen. Und damit komme ich auch noch zu der Geschichte mit den Grenzen. Eine Lawinenwarnstufe ist keine eindeutig ausreichende Aussage. Sie gibt keinen fixen Punkt in einer Skala an, sondern einen Richtwert. Der Unterschied zwischen exakt und ungefähr auf der anderen Seite ist, dass es in dieser Beurteilung Bandbreiten geben muss, innerhalb dieser Entscheidung auch fällt. Heißt auch, es gibt schwache Bewertungen, die an der Untergrenze liegen und grenzwertige Bewertungen, die an der Obergrenze liegen. Das kann aber alles immer innerhalb der Stufe 3 passieren und macht aber einen riesengroßen Unterschied. Am unteren Ende der Dreier ist man noch halbwegs angenehm unterwegs und wird wenige Alarmsignale feststellen können. Am oberen Ende kann das aber schon sehr häufig der Fall sein. Also nicht immer alles gleich so nehmen, wie man es liest, sondern die Details dazu lesen. Das liegt übrigens alles nicht daran, dass die Leute, die diese Reports erstellen, inkompetent sind. Nein, es liegt einfach daran, dass für die tagesaktuelle Bewertung natürlich nicht von jedem Berg und jedem Hang zu jeder Sekunde gleichzeitig ein Schneeprofil erstellt werden kann. Somit braucht es Spielräume in der Bewertung, um eben auch für andere Berge mit gleicher Exposition, gleicher Höhe und gleichem Schneefall eine ähnliche Prognose abgeben zu können. Deshalb werden auf der Karte der Reports auch immer einzelne Gebiete für sich allein bewertet. Dazu kommt dann noch eine sehr wichtige Info, die sich in folgendem Symbol widerspiegelt: der Höhe der zu erwartenden Lawinenwarnstufe. Hier kann es nämlich jedenfalls Unterschiede geben. Zumeist finden sich die Unterschiede zwischen den Baumgrenzen, also über oder unter der Baumgrenze. Stehen nämlich irgendwo viele Bäume, der Fachmann nennt das glaube ich auch Wald, dann kann man oft von einer verringerten Lawinengefahr ausgehen. Nicht immer, aber oftmals eben. Jedoch kann es in dieser Unterteilung auch in anderen Höhen geben, beispielsweise über 2000 Meter und unter 2000 Meter. Für unterschiedliche Höhen gibt es manchmal also auch unterschiedliche Lawinenwarnstufen, sodass manchmal Touren im Waldgebiet oder in Tiefenlagen möglich sind und eine Tour, die darüber hinausgeht, eben nicht empfohlen wird. Und das ist übrigens nicht selten und geht auch mit der Art der Lawinengefahr einher, also mit der Art des Schneeproblems beispielsweise. Dazu sollte man jetzt auch noch abschließend ein weiteres Symbol klären, nämlich die Exposition. Genauer gesagt muss man von der Exposition der Probleme sprechen, denn dieses Symbol zeigt klar, bei welcher Himmelsausrichtung die prognostizierten Probleme auftreten könnten. Grundsätzlich wird eine Lawinenwarnstufe für eine gewisse Exposition angegeben. Fällt die Warnung nicht unter eine gewisse Exposition, bleibt diese also beispielsweise weiß, dann ist das genannte Problem für diese Ausrichtung auch nicht gegeben, wodurch auch die Gefahr von Lawinen geringer bewertet werden kann. Jedoch ist das kein Freifahrtsschein. Nur weil eine Gefahr in einem Südhang besteht, in einem Nordhang aber nicht, heißt das nicht, dass im Nordhang keinerlei Gefahr für irgendwas besteht. Es heißt lediglich, dass die größte Gefahr zum Zeitpunkt X von Gefahr Y bei Exposition Z ausgeht. Nächste Woche schauen wir uns noch an, was eigentlich der Auslöser für die Lawinenwarnstufen ist. Wir schauen uns an, warum Schnee eigentlich nicht immer Schnee ist und warum manchmal das Abfahren und das Gehen viel anstrengender ist und manchmal auch viel leichter geht. Nach der nächsten Woche ergibt sich dann auch schon sehr gut, warum die Lagen manchmal so sind, wie sie sind und auch definitiv ernst genommen werden müssen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zusehen und Bergheil!